Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleib doch mal daheim. Heute müssen wir ein bisschen leise sein, denn wir schauen mal, ob die Schildkröte noch im Winterschlaf ist. Wir befinden uns hier im Keller und ich habe einen alten Weinkühlschrank umfunktioniert. Und dort macht die Schildkröte ihren Winterschlaf. Das Köpfchen ist noch verschwunden. Sie schläft. Mein Blick auf das Thermometer zeigt, wir haben es hier momentan 10 Grad. Wir haben es jetzt Ende März, Anfang April. Ich drehe die Kühlschranktemperatur jeden Tag ein kleines bisschen nach oben, so um 1 Grad ungefähr, sodass die Schildkröte ganz, ganz langsam, wie in der Natur auch, aufwachen kann und es immer ein bisschen wärmer wird. Aber heute ist es noch nicht so weit, sie schläft. Hallo. Na, meine Kleine. Hast du gut geschlafen? Ich hol dich mal raus. Uppala. Hallo, Große. Bist du riesig geworden? Meine Güte. Ist noch ganz, ganz, ganz kalt. Oh. Darf jetzt erstmal langsam sich akklimatisieren und dann wird sie gleich gebadet. Cut? Ja. Na du? Oh. Noch ganz müde, ne? Guck mal. Wir gehen jetzt nach oben. Und dann darfst du im Gewächshaus wohnen. Pure Begeisterung. Ist ja noch sehr früh am Morgen. Da bin ich auch so. Schildkröten sind natürlich Tiere, die normalerweise draußen leben, und zwar in warmen Gebieten. Das heißt, die hier in Nordeuropa zu beheimaten, ist eigentlich eine schlechte Idee. Eigentlich sollte man das gar nicht unterstützen. Hier ist ihr eigentliches Gehege, aber es ist noch zu kalt. Als sie noch klein war, wohnte sie bei mir im Terrarium. Da hatte ich dann eine UV-Lampe und eine weitere Lichtquelle angebracht, einfach als Ersatz für das natürliche Sonnenlicht. Als sie dann aber ein bisschen größer wurde, wohnte sie bei mir auf dem Balkon, hatte da ganz viel Sonne und der war auch tatsächlich windgeschützt. Das ist wichtig für Schildkröten. Wie viel Grad haben wir hier? Ah ja, 26. Guck mal, unser pikierter Salat. Oh, der Kohlrabi wächst. Und seitdem wir dieses Haus gekauft haben, wohnt sie eigentlich im Garten. Bloß an den Tagen, an denen es kühl ist, da müssen wir uns immer was überlegen. Und in den Nächten vor allem. Da kommt sie rein. Durchsetz dich jetzt einfach mal raus. Und geh nicht erschrecken. Alles gut. Alles gut, ich weiß, du musst erstmal auftauen. Krötenflieger. So, einmal checken, wie sie hier aussieht. Ach, alles super. Alles gut. Bist gesund, ne? Ja. So. So, dann geben wir dir ein bisschen Zeit. Dankeschön. Ich glaube, wir baden die Ina, oder? Das war den Salat. Hi. Na?
hast dich ja 10 cm bewegt. Wie warm bist du denn? Oh ja? Ich bin ein bisschen akklimatisiert. Ui. Alles gut. Nicht untergehen. So, jetzt warten wir ein bisschen. Dann wird sie gleich auch ein bisschen geschrubbt. Ich habe mir vorher überlegen sollen, wie ich mich hinsetze. So. Schlafen einem immer die Füße und die Beine ein. So, und warum badest du die jetzt? Ja, einmal damit sie sauber wird, aber auch damit sie von der Körpertemperatur so ein bisschen wieder ins Leben kommt. Und den Stoffregel, den Stoffwechsel regt es auch an. Den Stoffregel weckt das auch an. Richtig. Wasser auch ganz schön kühl geworden. Oh. So. Und abtrocknen. Einpacken. Der Hauptteil der Ernährung sollte aus Wildpflanzen bestehen. Hier in Nordeuropa vor allem Löwenzahn, Gänsedistel, Klee und so weiter. Alles, was wir essen, ist eigentlich nicht für Schildkröten gedacht. Es gibt allerdings einige Salate, die auch gut sind, wie zum Beispiel Römersalat, Rucola oder Endivien. Sie fressen auch grüne Gemüsesorten. Allerdings sollte man darauf achten, nicht zu viel davon zu geben, da die Verdauung der Schildkröte das nicht so gut mitmacht wie bei den Wildpflanzen.
Tschüss. Schildkröten können vor allem gut riechen. Schildkröten haben hinter ihren Augen zwar kleine Höröffnungen, aber sie hören fast gar nichts. Sie sehen ganz gut und sie haben sogar einen 300-Grad-Winkel, in dem sie ihre Umwelt wahrnehmen. Allerdings ist der Hauptsinn der Geruchssinn. Sie nehmen auch ihre Umwelt komplett durch den Geruchssinn wahr. Besonders interessant scheint hier das Katzenfutter zu riechen. Das ist auch in Ordnung, wenn sie da mal reinbeißt. Das sollte nur nicht zu häufig und nicht regelmäßig passieren. Es ist allerdings möglich, dass der Kater das anders sieht. Er findet das wahrscheinlich nicht so toll. Hier sieht man sehr schön, wie die Schildkröte ihren Panzer hochhebt. Das bedeutet, sie ist gesund und kräftig. Allerdings sieht man hier auch, dass es nicht gut ist für Schildkröten, im Haus zu laufen, denn ihre Füße rutschen einfach weg. Die haben keinen Halt und keine Stabilität. Also besser an die frische Luft, wo sie hingehören. Die größten und schwersten Landschildkröten können bis zu 250 Kilo wiegen und wohnen auf den Galapagos-Inseln oder auf den Seychellen. Als Schildkrötenfan wollte ich daher immer schon mal auf die Galapagos-Inseln reisen. Diesen Traum habe ich mir vor 3 Jahren erfüllt. So, heute ist es endlich wieder warm geworden und das werden wir direkt ausnutzen und der Schildkröte ein paar Sonnenstunden ermöglichen. Es wird gebadet. Sie hat immer noch das Sekret nicht abgesondert, was sie nach dem Winterschlaf absondern. Das sind, glaube ich, Harnstoffe. Da warten wir noch drauf, aber das passiert auch nicht in den ersten Tagen. Also das ist völlig normal. Aber deswegen bade ich sie immer noch. Das regt den Stoffwechsel an, den Kreislauf. Und dann wird das auch bald rauskommen aus ihr. Ja, und dann kann sie jetzt endlich hier mal ihr Gehege erkunden, was sich natürlich über den Winter ein bisschen verändert hat.
Es ist ganz viele Kräuter nachgewachsen. Bin ich mal gespannt, ob sie die gleich frisst oder nicht. Da soll man den Schildkröten und deren Instinkt ruhig vertrauen. Die essen nur das, was sie wirklich auch essen dürfen. Also alles, was giftig ist, fassen sie eh nicht an. Schnuppern vielleicht dran, aber entscheiden sich dann, es nicht zu essen. Ja, dann bin ich gespannt, wie es ihr hier gefällt. Wir haben ja einige Schattenecken für sie eingerichtet. Hier steht auch ein Baum. Und dann eben hier, zeige ich es gleich mal im Video, gibt es ein Dach. Außerdem haben wir das Frühbeet ja sowieso immer für sie eingerichtet. Das heißt, wenn es mal kühler wird, kann sie da reingehen und hat es dort schön warm. Ähnlich wie im Gewächshaus. Ja, und hier wachsen unterschiedliche Pflanzen, auch Gras. Es ist teilweise auch sehr hoch, das heißt, da kann sie sich auch gut drin verstecken. Das Einzige, was eben nicht so schön ist, aber das hat man natürlich immer, ist, Schildkröten sind nicht gerne eingesperrt. Selbst wenn sie hat ja hier ganz viel Platz. Wie viel mag das sein? Vielleicht 40 Quadratmeter oder so? Weiß nicht. Die mögen keine Zäune. Das heißt, man sieht bei Schildkröten häufig, wenn sie eingesperrt sind, dass sie an den Zäunen lang gehen und versuchen, da durchzukommen. Das ist natürlich nicht so schön. Da muss man auch aufpassen, dass sie sich daran nicht verletzen können. Wir haben hier einen Holzzaun. Ja, dürfen keine großen Splitter oder so abstehen. Ja, es ist schön warm, endlich wieder über 20 Grad. Auf jeden Fall in der Sonne. Und da hinten haben wir auch ein paar Steine ausgelegt. Das heißt, wenn sie darüber krabbelt, kann sie auch ein bisschen ihre Krallen abwetzen. Ich weiß nicht, ob sie das häufig tut oder nicht. Sie ist jetzt übrigens 15 Jahre alt. Also schwer in der Pubertät. Fertig? Ja, die Schildkröte genießt ihr Sonnenbad. Das wird sie wahrscheinlich auch noch länger tun. Und damit würde ich sagen, war es das mal wieder für diese Folge von Bleibt doch mal daheim. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ihr zu Hause eine Schildkröte oder habt ihr mal über Schildkröten nachgedacht? Was sind eigentlich eure Lieblingshaustiere? Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, empfehlt ihn weiter und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Bleibt doch mal daheim. Tschüss!